Jo Leute, was geht ab und willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und ihr könnt schon sehen, heute machen wir mal wieder Mörder in Fatal Fields. Das Ganze haben wir letztes Mal schon mal gemacht, aber dieses Mal ist es ein Halloween-Special. Deswegen müssen wir das unbedingt nochmal in Fatal machen. Das ist ja sozusagen die Mörderstadt, sage ich jetzt mal, weil sie einfach so krass dekoriert ist. Dieses Mal haben wir aber auf jeden Fall wieder unseren Mann Peach mit dabei. Nicht du, Bruder, der andere, ne, bevor du jetzt irgendwas sagst. Hier, der hier, der Kleine. Ne, was geht, Bruder, was geht? Der andere ist mir egal, den brauchen wir gar nicht vorstellen. Der hat jetzt 50k, der ist abgehoben, Alter. Dann haben wir noch Blaze mit am Start, was geht? Halloween! Ah, da ist er. Alter, ich schnauze. Und zu guter Letzt, Stotschko. Hallo, meine Lieben. Wie viel? 50 Euro und 30 Euro? 20 für dich, Britta. Britta, ja. Okay, Leute, ich will auf jeden Fall sagen, ihr wisst alle, wie Mörder funktioniert. Von daher starten wir jetzt sofort rein ins Gameplay. Warte, ich mach kurz die Übergangssound. Aber Leute, bevor das wieder anfängt, nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, um meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, weil ohne Glocke geht's einfach nicht mehr. Reicht jetzt aber auch mit Werbung, Leute. Hashtag MaveSquad, danke für euren Support. Let's go! Die heutige Mörderwaffe ist wieder eine Pumpgun, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Und wir haben dieses Mal 10 Minispiele versteckt. Nicht irgendwie 3 oder sowas wie letztes Mal, sondern dieses Mal haben wir 10 verschiedene versteckt. Und jeder kann sozusagen jedes benutzen. Aber ich würde mal sagen, komm, wir suchen mal nach der Pumpgun, Leute. Derjenige, der halt gleich dieses Minispiel die einnimmt, sozusagen, der ist dann der Mörder. Ihr wisst, glaube ich, schon Bescheid. Falls nicht, dann schaut die letzte Folge an, Mann, Jackson, Alter. Und hau ich die Schelle gleich. Spaß beiseite, Leute. Ich würde sagen, seid ihr ready? Yes. Bonjour. Jo. Perfekt, okay. Alter. Darauf habe ich gewartet. Von daher, komm, 3, 2, 1 und let's go, wo wir dich schon anvisieren. Alter, okay, Leute. Und die Pumpgun müsste weg sein. Jetzt wird's Zeit für ein bisschen Spannung, Alter, für ein bisschen Horror-Action. Denn Mörder geht los. Ey, Kidnap, ich hab dich gefunden. Alter! Ey, das ist meine Mutter. Spaß. Okay, nee. Wer auch immer hier diesen Minispiel gedroppt hat, Alter, richtig kreativ, Alter, versteckt. Den Mega. Findet man auf jeden Fall gar nicht. Also aber, jetzt mal ehrlich, wenn der Mörder den da trinkt, dann ist schon richtig dumm, Alter. Das ist echt richtig dumm. Nicht vergessen, der Mörder hat ja, sagen wir mal, bis jetzt 1,5 Minuten Zeit, also genau bis zu 29 Minuten hat der Mörder Zeit, um seine Waffe zu verstecken. Und ja, mit dem Minispiel kann er sich eigentlich so viel Zeit lassen, wie er möchte. Okay, dann kann ich hier von oben schon mal die Situation ziemlich gut beobachten. Hi. Hi. Amen. Was passiert? Bruder! Hä? Bruder. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ey, guck doch. Was der Junge ist komplett behindert. Ist komplett dumm gewesen. Ich hab gedacht, Toni wär's, weil der hat hinter dem Teddy ein Schild platziert. Und ich hab gedacht, das wäre die Waffe. Er hat dann nur nicht platziert. Das sollte man eigentlich schon vorher machen. Aber nee, gut. Das war der letzte. Achso, ja. Eigentlich solltest du schon vor der Runde machen, aber egal, dann. Mach's einfach jetzt, ist auch in Ordnung. Ich dachte gerade schon, weißt du? Die Sache ist jetzt, wir haben jetzt ein kleines Problem, weil der Mörder, wenn er das Schild getrunken hat, hat dann 25 Leben, also ist er nicht mehr One-Hit. Ja, wir sagen einfach erst One-Hit, wenn wir ihn schlagen. Ja, okay, das können wir so machen. Du kriegst ja trotzdem Hitmarker, also von daher ist er. Ja, genau. Ja. Oder wir machen einfach gleich so die nächste Runde, dass sozusagen jeder schon mal so eine kleine Waffe hat. Ich finde das aber trotzdem gut, irgendwie mit dem Schild, weil man das schon hört, so. Ja, eben, das ist halt schon gut, weil er sozusagen erstmal sein Blut trinken muss, bevor er Leute umbringen kann. Okay, wir sind alle hier versammelt. Warte, wer ist das hier auf dem Auto? Ich bin das, hi. Und wer ist der andere Baschdu? Hi, Stoy K.O. Odoman? Oder? Wir müssen Odoman finden. Odoman, wo bist du? Ich bin wusste hier bei dem Feld, hier. Wo bist du? Ah, da. Wo wusste es? Im Feld. Was hast du da hinten gemacht? Der Mörder musste deine Waffe schon gedroppt haben, ne? Deswegen kann es sein, dass du hier irgendwas gedroppt hast, vielleicht. Hab ich nicht. Bist du so? Ja, ja. Und dann kommen die Lügen. 100%. Okay. Warum guckt Odoman PK2 so behindert an? Ja, weil er weiß, dass du ein Mörder bist, Digga. Guck mal, der weiß das. Guck mal, der riecht das gerade. Siehst du? Was mit meinem? Guck. Nee, da gehe ich garantiert nicht mit ins Feld. In den Feldern darf man nichts droppen, ne? Also halt nur wenn dann hier auf dem Weg oder sowas. Ja. Ich bleib außerhalb, Jungs. Okay. Alter, gibt dir auf jeden Fall ein krasses Versteck. Boah, Junge! Hier. Wo? Hier. Alter, das sieht schon krass aus. Alter. Nicht schlecht. Ich seh dich gar nicht. Warte mal, ich hab gerade irgendwas gehört, das ändert so einen Respawn-Sound. Von wo kam das? Also ich bin hier gerade mit dem Typen, der hier gerade Huhntanz macht. Es kam von den Feldern. Warte mal, Stefan, es kam von den Feldern dieser Sound und du warst ja genau neben mir. Und nur Ahmed Can und Ahmed sind in das Feld reingegangen. Ich bin gerade neben Stefan, Digga. Ja, genau. Ja, aber wo der Sound kam, ja, und wo bist du? Was die Sache ist, ich bin neben Stefan und auf einmal kommst du damit an. Ja, ey, ich hab einen Sound gehört aus dem Feld. Warte mal, Odoman? Warum ist der immer die ganze Zeit allein? Also entweder tut er so oder er ist wirklich tot. Ey, ich guck mal in den Feldern nach. Warte mal, Jungs, lass mal alle treffen. Bei dem Eis, also bei diesem Hey, wir haben uns doch schon alle getroffen. Wir sind schon alle nebeneinander. Der Einzige, der weg war, bist du. Und genau da, als du weg warst, hast du gesagt, ja, ich hab was gehört. Ja. Junge,
Und Odoman ist irgendwie auch weg. Ja, Odoman also, ist schon mal weg. Also ich gehe davon aus, dass es Ahmed ist. Ich habe Odoman sogar noch gesehen, Digga. Ich war sogar noch mit dem unterwegs. Bin dann zu Stefan gegangen und auf einmal sagt Toni, ja, ey, ich höre irgendwie Response-Sound. Das ist ein bisschen auffällig, Toni. Warum ich? Warum schiebst du das jetzt auf mich? Ich meine ja nur, Digga, weil du es gerade auf mich geschoben hast, aber es irgendwie doch irgendwie auf dich wieder zurückfällt, Toni. Ich hab dir gesagt, Junge, schieb nicht die Sachen auf mich, weil am Ende bist du selbst wieder warte dran. Warte mal, ganz, ganz ruhig. Ja? Wer ist hier wer? Also ich bin hier, der schlägt. Ich bin T-Pose. Okay, so, warte mal. Achso. Also, Stefan und ich waren hier, bei dem Wagen. Ja. Und in dem Feld, auf einmal, kam ein Geräusch, dass jemand gestorben ist. Stefan, hast du es gehört? Nein. Warum hat Stefan das nicht gehört, obwohl er direkt neben dir stand, Toni? Und warum sagt du mal nichts mehr? Ja, weil er wahrscheinlich vielleicht tot ist, aber warum hat Stefan nichts gehört, obwohl er direkt neben dir stand? Das macht keinen Sinn, Toni. Ich wollte sagen, das ist dick komisch. Digga, das macht gar keinen Sinn. Ich bin mir so safe sicher, dass es Toni ist. Oh mein Gott. Stefan, bist du das hier vor mir? Ja, ich bin das hier. Wir müssen den Schlüssel finden, Bruder. Ja. Lass den schnell finden, lass weg von Toni, lass nur zusammenbleiben. Komm, warte mal, unbedingt zusammenbleiben. Ja, ey, nein, ich vertraue dir nicht, geh weg, nein. Ach, Mann, warum willst du jetzt auf einmal so krasses Vertrauen auf Stefan aufbauen, aus dem Nichts? Weil ich ihn dann umbringen kann. Ist das ein Psychopath? Komm her, Toni. Wo bist du? Toni. Du wirst mich nicht bekommen. Toni. Alter, die Sache ist, wenn ich jetzt ins Feld reinrenne, dann kann er mich trotzdem noch one-hitten. Beziehungsweise heißt one-hitten, aber trotzdem noch erwischen, weil ich ihn halt nicht sehen kann. Boah, aber wie ich Stefan sogar noch mitgelockt habe. Aber ey, du hast schon wieder selbst verraten, weil du einfach gesagt hast, ja, ey, ich habe was gehört, aber Stefan einfach nichts gehört hat. Hätte er es auch gehört, dann wäre es safe gewesen, dass ich es bin. Aber er hat ja gar nichts gehört. Oh. Oh. Hallo, Toni? Na, mein Lieber. Oh, Mann. Dachte auch, du kannst mich killen, Alter. Jungs, was geht ab, Alter? Somit Junge, warum verarschst du mich? Bruder, es tut mir leid. Ich habe mich voll schlecht gefühlt. Vor allem Ahmed Can, er will mir sowas zeigen, dass es so voll krass ist. Dann kill ich den. Hinter meinem Rücken. Vor allem Stefan war genau dasselbe, Alter. Er will mit mir die Waffe suchen gehen, auf einmal ich kill ihn. Junge. Ich hab damit gar nicht gerechnet. Ja, das war aber auch echt kein Selbstlob, aber es war schon ganz gut gemacht, Alter. Das war echt gut. Ich würde sagen, ich droppe meine Waffe nochmal. Hoffentlich kriegen wir noch so eine geile Runde hin und von daher machen wir die zweite Runde, denn die erste Runde, die habe ich jetzt gewonnen. Ja! Alter! Okay, seid ihr ready für Runde Nummer 2? Yes! Okay, ich aber noch nicht. Warte kurz. Na dann halt nicht. Jetzt bin ich ready, okay. 3, 2, 1 und let's go! Oh. So, Alter, es liegen halt richtig wenige Waffen hier drin. So, und dieses Mal bin ich es nicht. Und es müssten jetzt eigentlich noch 9 Minishields rumliegen. Von daher, brauchen wir eigentlich gar nicht jetzt mal neue platzieren oder sowas. Ich würde auch mal sagen, wir machen jetzt eine kleine Extra-Regel, Leute, denn gerade eben hatte ja der Mörder 25 Leben, beziehungsweise 26 Leben wegen diesem Minishield. Jetzt hat aber jeder eine kleine Waffe genommen aus diesem Topf raus. Also halt eine Einzelschusswaffe, wie jetzt zum Beispiel die Schallgedämpfte. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon anfangen mit der zweiten Runde. Und wer steht direkt neben mir? Boah, Alter, ja, schreit direkt in meine Kopfhörer, Alter. Junge. Richtiger Arme. So. Und Leute, der Mörder hat jetzt genau 1 Minute Zeit, um seine Waffe zu verstecken. Also genau bis zur 16. Minute. Und wie gesagt, mit dem Minishield kann er sich Zeit lassen, bis er, keine Ahnung, verschimmeltes Toastbrot hat. So, einer ist jetzt mit mir im Feld. Sicher? Ja. In welchem Feld? Großen. Es gibt nur ein Feld, wo man reingehen darf. Warte mal, wer war das jetzt hier in dem Feld? Ich war vorhin im Feld, aber ich bin jetzt schon wieder weg. Ich bin jetzt wieder gleich in der Scheune. Bist du immer noch im Feld? Wieder einer im Feld. Wer ist das? Hallo! Du bist es? Ja, hallo. Hi. Jungs, der Mörder muss seine Waffe jetzt versteckt haben. Wenn das Ganze nicht passiert ist, dann ist vorbei mit ihm. Warte mal, wir sind alle hier. Wo ist Kidman? Wo? Stimmt, ne? Wo ist er? Oder ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, okay. Vielleicht bin ich hier hinten im Busch. Ahmed, nimm deine Waffe runter. Nimm du deine runter. Ey, das sind noch die unschuldigen Waffen, damit darf ich dich gar nicht killen, wenn ich Mörder wäre. Der Mörder muss schon mit seiner richtigen Waffe töten. Ich sag euch, auf Ernst, mich stoppt hier keiner mehr irgendwo hin, okay? Diese Runde. Ey, Stefan, Bruder, komm, ich zeig dir, wo die Waffe ist. Ich hab ne Pumpgun gehört. Im Feld. Wie? Im Feld? Im Feld, ich wurde gerade in der Pumpgun gezogen. Ich bin im Feld, Digga, wo bist du? Wo seid ihr? Ach, Mel, wo genau? Wenn es jetzt schon wieder ist. Warte, ich sag's dir ernsthaft, ich bin's nicht schon wieder, Digga. Aber wo hast du dir von Pumpgun gehört? Im Feld drin. Okay, warte. Hä, aber wo bist du dann, Toni? Ich bin gerade aus dem Feld rausgerannt, natürlich. Ich will ja nicht sterben. Bist du das, Toni? Nein, ich bin hier ganz hinten. Ich bin hier bei dem langen Gang. Okay. Hä? Von der Scheune halt. Ich bin hier auf dem Auto. Ich bin auch gerade hergekommen, wo der gesagt hat.
Also Toni macht es schon wieder gerade ein bisschen auffällig, weil der Einzige, der mit mir im Feld war, ist Odoman. Entweder hat Toni recht und Odoman hat die Pumpkin ausgepackt, oder Toni blufft schon wieder und hat sich somit selbst verraten. Ja, das kann auch sein. Oder, oh, jetzt ist die, jetzt die Frage. Warte, aber es ist auch kein Zweifel, dass du es vielleicht sein könntest. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, natürlich, aber ich rede gerade für die Zuschauer, weil die sehen, ich bin's nicht. Ja, deswegen. Genau, würde ich auch sagen. Ach, sollen wir irgendwo mal verschwinden zu zweit? ja, Bruder, komm. Ich beweise dir, dass ich dein Mörder bin, okay? Okay, warte mal, ich bin's hier. Ja, komm mit mir, ich laufe gerade Richtung Scheune. Okay, aber ey, Odoman, du bist es hier, ne? Halt mal Ausschau in der Ferne. Wer ist denn das? Ich gehe jetzt mit Ahmed hier rein. Ich bin nicht hier, hallo. Bist du da? Ja, ich bin da. Komm mit. Warte mal kurz, hier bin ich auch erste Runde gestorben. Soll ich echt? So, ja, komm. Geh nicht, Bruder. Komm hoch, Bruder. Stefan, komm hoch, komm hoch. Stefan, komm. Sicher? Ja, komm. Ich glaube, es ist Odoman. Wir sind beim großen Haus. Ich glaube, Toni ist es, Digga. Ey, Jungs, Odoman. Komm her, wichtig. Stefan, komm mal, guck mal da rüber. Ja, ja. Siehst du das? Alter, wie geil das aussieht. Schon geil, ne? Ja, Mann. Digga. Warte, ich komm. Alter. Was passiert? Ich hab einen Schuss gehört. Odoman? Hallo? Stefan lebt noch, Odoman? Ja. Ey, lass mal nachschauen. Odoman? Komm mit. Ja. Ruhig, langsam. Toni? Da vorne. Da ist der Mörder. Mein Gott. Buh! What the fuck? Was ist los, Alter? Nice. Digga, oh mit Gott. Dem Revolver, Alter. Ey, ich hab dich gar nicht gesehen, ne? Ich hab mich gerade selber Alter. Somit haben wir auch die zweite Runde gewonnen, Leute. Was eine heftige Runde. Diese Folge war echt geil. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst wieder gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Checkt auch gerne alle anderen Jungs ab. Links zu denen unten in der Videobeschreibung und folgt mir gerne auf Instagram, damit wir die 10.000 Abonnenten knacken. Reicht jetzt aber auch, Leute. Ey, hör auf zu tanzen. Mein Bart steht. Aua. So, reicht jetzt aber auch mit Werbung, Leute. Macht's gut. Bis morgen zu einem neuen Video. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis morgen zu einem neuen Video. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis morgen zu einem neuen Video. Haut da rein, Jungs. Peace. Alter, ciao, ja, danke. Ja. Macht's gut, Leute, haut rein. Peace.